Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, du heiliges fliegendes Spaghetti-Monster! Ich wünsche mir Schönheit, Reichtum und... Wenn du verstehst, was ich meine. Schon wieder! Einfach keine Antwort! Da fällt mir natürlich das klassische Arnold Schwarzenegger-Zitat ein. And if you do not listen, then the hell with you! Und eines kann ich sowieso generell nicht nachvollziehen. Wir kennen alle das klassische Zitat von Dr. Eckart von Hirschhausen. Warum heißt es eigentlich, wenn ich mit Gott spreche, Gebet, aber wenn Gott mit mir spricht? Psychose. Aus Gründen. Und generell finde ich diese Gründe, sich mit übernatürlichen, vor allem dämonischen Wesen zu beschäftigen, gar nicht mal so clever, weil ganz im Ernst, wenn man in ein altes, verlassenes Krematorium einbricht und dort Dämonen heraufbeschwört, dann ist das ja ein Konzept, das quasi einfach nur in die Hose gehen kann. Im besten Fall steht man dann vor dem Spiegel, sagt dreimal Candyman, Candyman, Spaghetti-Monster oder was auch immer und es passiert gar nichts und man hat sich bis aufs Blut blamiert. Im allerschlimmsten Fall gibt es diese Dämonen allerdings wirklich und sie kommen wirklich. Und dann stelle ich aber an diese ganzen klugen Filmcharaktere aus den 80er und 90er Jahren eine Frage. Was dann? Was erwartest du dir von denen? Glaubst du wirklich, dass irgendeine teuflische, gehörnte Kreatur, die da gerade aus den unendlichen Tiefen der feuerflammenden, brennenden Hölle nach oben steigt, nachher dein persönlicher Uber-Fahrer ist oder dass sie dir jeden Tag eine frische Pizza aufpackt? Ich glaube, wenn man Dämonen heraufbeschwört, dann bekommt man nachher genau dasselbe, was passiert, wenn man Dämonen heraufbeschwört. Und im wahrsten Sinne des Wortes wird auch dann sehr viel im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. Das ist doch quasi grundsätzlich die Handlung von dem relativ kultigen Film Night of the Demons, der damals eben Angela gezeigt hat, die eben genau jenes gemacht hat und das bereits im Jahr 1988 ein bisschen gescheitert ist. Kevin Tenney hat damals bei diesem Film Regie geführt und obwohl dieser Film international ein ziemlich großer Erfolg war und den Produzenten eigentlich auch einiges an Kohle eingebracht hat, kam es irgendwie nie zu einem Sequel, bis dann die Filmproduktionsfirma Republic Pictures daherkam und sich die Rechte an den beiden Kevin Tenney Filmen Night of the Demons beziehungsweise auch Witchboard, die Hexenfalle, gesichert hat, um hier ein paar weitere Sequels zu drehen. Interessanterweise hat Tenney im Jahr 1993 Witchboard 2 selber gedreht, dazwischen auch noch Witch Trap, beziehungsweise den ebenfalls recht coolen Anthony 2, die Bestie kehrt zurück. Ich frag mich immer noch, wer oder was eigentlich Anthony 1 war. Wir bekamen dann bei dem Film Night of the Demons 2 ein anderes kreatives Team zur Verfügung gestellt. Als Regisseur kam Brian Trenchard-Smith, den wir zuvor natürlich kennen von absolut liebenswerten australischen Produktionen wie einem meiner absoluten persönlichen Lieblingsfilme, Der Mann von Hong Kong. Außerdem hat er natürlich noch großartige Dinge wie Crabs, Die Zukunft sind wir, White Panther 1 und 2, The Firebase, Die Insel der Verdammten, die BMX-Bande und noch einige weitere absolut großartige Dinge gedreht. Tatsächlich zuletzt hat er in Zusammenarbeit mit John Cusack und Thomas Jane den Film Drive Hard gemacht, wo er sowohl wieder am Drehbuch mitgeschrieben hat, was er tatsächlich mehrere Jahrzehnte zuvor nicht gemacht hat, und auch wieder den Regieposten übernommen hat. Aber seit 2014 ist er mehr oder weniger im cineastischen Ruhestand. Das Drehbuch wurde auch bei Night of the Demons 2 wieder von Joe Augustine geschrieben, wobei ich an der Stelle auf ein kurzes Zitat wechseln möchte, denn Kevin Tenney, der Regisseur des ersten Teils, wurde im Dezember 2002 befragt, was er zu dem Film und dem Unterschied zu seinem ersten Teil sagt. Und da meinte er, dass der zweite Teil besser ist. Auf der einen Seite, weil Joe Augustine ein erfahrenerer Autor war, der Cast stärker war und Brian Trenchard-Smith eben einen witzigen, spaßigen Film machen wollte. Wobei Tenney auch kritisiert hat, dass ihm die Witze ein bisschen zu viel waren und der Horroranteil von dem Film ein bisschen eben zu sehr zurückgeschraubt werden musste. Tatsächlich war Augustin übrigens gar nicht einmal glücklich über das,
Was Brian Trenchard-Smith von ihm wollte, nämlich eben mehr Humor, mehr Witze und mehr Gags. Aber kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu dem erfahreneren Autor Joe Augustin. Er war nämlich auch derjenige, der 1988 den ersten Night of the Demons geschrieben hat, dann im Jahr 1990 den Film Night Angel, die Hure des Satans, und dann 1994 Night of the Demons 2. Also die großartigen neuen Erfahrungen konzentrieren sich quasi auf zwei Filmprojekte. Danach schrieb er nur mehr den Film Exit, beziehungsweise hat dann noch ein früheres Screenplay eben für den 2009er Film Night of the Demons abgeliefert, wobei das in der IMDb so angegeben wurde und mir für mich nicht ganz ersichtlich war, ob das tatsächlich bedeutet, dass er auch für das Remake ein Screenplay vorbereitet hat, das dann überarbeitet wurde, oder was ich wahrscheinlicher finde, ist, dass es ein Based on the Earlier Original Screenplay by Credit Only ist und dass er auch bei dem Film nicht wahnsinnig viel geschrieben hat. Aber was ich persönlich eben interessant finde, ist, dass der Film eine komplett andere Ausrichtung hat. Auch ich persönlich finde, dass der Horroranteil bei dem Film gerne noch ein bisschen höher ausgefallen hätte sein können. Vielleicht ein bisschen mehr großartige Splatter-Effekte. Immerhin kommen die in dem Fall aus der Feder von Steve Johnson unter anderem, der beispielsweise die Spezialeffekte und prosthetischen, animatronischen Effekte gemacht hat, bei 203, der insgesamt 213, Folgen von Star Trek Kommando SG-1, der außerdem noch eben weitere Spezialeffekte für Filme wie The Village, Spider-Man 2, Welcome to the Jungle, Wehrlos, die Tochter des Generals, ach, Leslie Nielsen ist sehr verdächtig, ich liebe den Film, Species 2, Bad Moon, Fatal Frames, Lord of Illusions, The Stand für die klassische vierteilige Miniserie aus den 90er Jahren, Night Angel damals auch schon, Leviathan, Nightmare on Elm Street 4, wo er sogar die Todessequenz von Freddy geschaffen hat und natürlich Predator, wo er einige Effekte gemacht hat, allerdings nicht einmal eine Nennung in den Credits bekommen hat. Dafür war er für Make-up-Effekte auch noch bei Titeln wie Blade 2 zuständig, bei Man in Black, bei Eraser und Brainscan und Return of the Living Dead 3 und Friedhof der Kuscheltiere, okay, 2. Highway zur Hölle, ein Name, der auf jeden Fall in ganz vielen Credit-Sequenzen bei uns über den Bildschirm gelaufen ist. Auch zum Beispiel Big Trouble in Little China, der eigentlich, finde ich, immer wieder unterschätzt wird und einer der eigentlich großen Filme von John Carpenter sein sollte. Das ist etwas, von dem der Film natürlich profitiert, wobei auch über diese Special Effects teilweise coole, humorvolle Elemente von diesem Film transportiert werden. Außerdem bekommen wir in dem Film Musik von Jim Manzi auf die Ohren, der bei knapp über 20 Projekten an der Musik gearbeitet hat, dabei unter anderem interessanterweise zu Beginn seiner Karriere vor allem für Projekte von Jeff Burr. Da hat er beispielsweise bei Die Nacht der Schreie, Stepfather 2, Texas Chainsaw Massacre 3 gearbeitet, dann später für Filme wie Geschichten aus der Schattenwelt, Pumpkinhead 2, Shocking Fear, Der Pakt mit dem Dämon oder eben auch Night of the Scarecrow, und so weiter. Dann wurde die Kamera bei diesem Film geführt von David Lewis, der beispielsweise für ganz spannende Projekte verantwortlich war. So ist für mich natürlich ganz zu Beginn seiner Karriere etwas wie Im Todestal der Wölfe auffällig oder auch Lone Wolf, Scharfe Kurven oder Christmas at Pee-wee's Playhouse. Okay, er hat allerdings auch das großartige Weird Al Yankovic Musikvideo zu Fat gedreht, die Michael Jackson Persiflage, beziehungsweise dann natürlich auch bei der fantastischen Komödie UHF Sender mit beschränkter Hoffnung die Kamera gemacht, später dann auch noch für 22 Folgen von Pee-wee's Playhouse, der Serie, auch weitere Sachen mit Brian Trenchard Smith gemeinsam wie Leprechaun 3 und 4, er hat noch Kinder des Zorns 5, gedreht, beziehungsweise wechseln wir zum Cutter des Films. Dabei handelt es sich um Daniel Duncan, der interessanterweise an über 60 Projekten gearbeitet hat, dabei ganz zu Beginn seiner Karriere eben auch für Witchboard, den ersten Night of the Demons oder Witchtrap zuständig war und auch Witchboard 2, Leprechaun 3 und 4, interessanterweise auch den dritten Night of the Demons, beziehungsweise hat er dann allerdings später in seiner Karriere auch noch bei Filmen wie Braindead, also den aus 2007, genauso wie Day of Darkness gearbeitet, aber ganz besonders bemerkenswert ist in dem Fall für mich, dass er dann auch noch an
Poseidon Rex zum Beispiel geschnitten hat und I Spit on Your Grave, dem Remake aus dem Jahr 2010. Well, that escalated quickly. Einer der härtesten Filme, aber natürlich eben von jemandem, der schon ganz offensichtlich nicht nur Horror-Erfahrungen, sondern halt auch Ambitionen hatte, was die Effektschnittsequenzen und so weiter betrifft. Aber kommen wir zum Cast. Angela wird auch im zweiten Teil wieder gespielt von Emilia Kincaid, wobei ihre Performance wahnsinnig ähnlich ausfällt, teilweise wie im ersten Teil. Könnte natürlich auch daran liegen, dass man für diesen zweiten Teil teilweise einfach Szenen aus dem ersten Teil recycelt hat. Gut, man musste bei Night of the Demons 2 auch tatsächlich mit einem relativ strengen Zeitplan zurechtkommen. Für den ersten Teil hatte man noch 4 Wochen Drehzeit, dazu auch noch 1 Woche Probezeit. Der zweite Teil sollte dann allerdings nur in 16 Tagen abgedreht werden, wobei man das sowieso auf 18 Tage verlängern musste. Und es gab keine Probe, mit Ausnahme von dem, dass man natürlich direkt, bevor die Kamera dann eingeschaltet wurde, noch einmal kurz durchgeprobt wurde. Es wurden auch eben etliche von den Comedy-Sequenzen improvisiert und daran konnte man sich natürlich schon einmal ungefähr vorstellen, dass die Dreharbeiten von diesem Film die Drehtage relativ lang waren. So hat man im Schnitt ungefähr 12 Stunden am Tag gedreht. Darunter in demselben Haus, das eben auch schon für die Dreharbeiten des ersten Teils verwendet wurde, was problematisch war, weil eben damals die Rassenaufstände, die sogenannten LA Riots, kurz vor den Dreharbeiten stattgefunden haben, weswegen man den Dreh von diesem Film mit Securities, mit bewaffneten Securities absichern musste, die allerdings glücklicherweise nicht eingreifen mussten und wo es keine wirklichen Probleme gab. Wir haben ja bei den Filmografien bereits einige zahlreiche Überschneidungen gehabt und Brian Trenchard-Smith hat eben nicht nur mit den Leuten hinter der Kamera dann auch bei seinen nächsten Projekten mitgearbeitet, sondern eben auch Schauspieler wie Christy Harris, Zoe Trilling und Merle Kennedy haben dann vor allem in Leprechaun 3 noch uncredited Cameo-Auftritte hingelegt. Was ich persönlich aber ganz interessant finde, wenn wir vielleicht zuerst noch einmal bei Emilia Kincaid Darstellerin der Angela bleiben, dann ist das, dass die eben nicht nur die Angela bereits im ersten Teil gespielt hat und dann auch noch im dritten Teil spielen wird, sondern dass die, ohne in den Credits genannt zu werden, auch noch als Tänzerin bei Roadhouse aufgetreten ist und als Prostituierte in der amerikanischen Fernsehserie, wo man definitiv am wenigsten eine Prostituierte erwarten würde, nämlich Golden Girls. Sie war später auch noch in kleineren Rollen in Sachen wie Breaking 2, Body Rock, Knight Rider zu sehen, hat allerdings mit nur 17 Einträgen eine relativ eingeschränkte IMDb-Vita. Christy Harris ist als Schauspielerin sogar nur in 14 Aufträgen genannt dabei, ist allerdings eben der Pakt mit dem Dämon, also Night of the Scarecrow von Jeff Burr, auch noch interessant, beziehungsweise hat sie zwischen 1998 und 99 auch in 179 Folgen der amerikanischen Serie Sunset Beach mitgespielt, die es in den 3 Jahren, in denen sie gelaufen ist, auf 755 Folgen insgesamt gebracht hat. Darren Heems spielt hier ebenfalls eine Rolle, beziehungsweise bleiben wir noch ganz kurz bei Christy Harris. Die hat nämlich zum ersten Mal in ihrer Karriere in diesem Film eine Nacktszene drehen müssen und ihre Brüste zeigen. Dabei muss man dazu sagen, dass sie bereits beim Unterzeichnen ihres Vertrags wusste, dass es Nacktszenen geben wird, dass sie damals sich allerdings noch als jünger bezeichnet hat, aber trotzdem sich als nervöses Wrack bezeichnet hat an dem Tag, als diese Szenen dann tatsächlich gedreht werden mussten. Brian Trenchard-Smith soll ihr allerdings gesagt haben, dass er einfach nur einen Quick Shot macht und dass das Ganze nur ein paar Sekunden laufen wird. Also hat die Szene angefangen, sie hat ihren BH ausgezogen, versucht nicht in Panik zu geraten. Wenige Momente später hat Brian Trenchard-Smith dann bereits Cut geschrien, sie hat sich wieder angezogen und war dann allerdings ziemlich entsetzt, als sie den fertigen Film gesehen hat, weil sie meinte, dass die Kamera mehr oder weniger für eine fast schmerzhafte Länge auf ihren Brüsten verharrt und hat kaum fassen können, wie viel Filmmaterial man tatsächlich aus diesen wenigen Sekunden des Quick Shot herausholen kann. Die Erfahrung war für sie offensichtlich dermaßen traumatisierend, dass sie dann später in Night of the Scarecrow, Kiss of Death und Lurid Tales the Castle Queen wieder Nacktszenen gedreht hat. Aber wechseln wir dann eben zu Darren Heems, der beispielsweise in 4 Folgen der Serie Sons of Anarchy als Seamus Ryan aufgetreten ist, der als Bartender in Jonah Hex zu sehen war,
beziehungsweise der auch noch in vielen anderen amerikanischen Serien aufgetreten ist. Seine allererste Spielfilmrolle hatte er als Stu in dem Horrorfilm Dr. Giggles im Jahr 1992, beziehungsweise dann später auch noch als Troy in Morty The Fear im Jahr 1995. Wir sehen Bobby Jacoby, den wir, also ich glaube, weniger als Sunburned Sailor in Pearl Harbor kennen, sondern wahrscheinlich hauptsächlich als Melvin Platt aus Tremors im Land der Raketenwürmer. Merle Kennedy, die Maus in dem Film, hat zum Beispiel mitgespielt als Murphs Ex-Frau Deborah in dem Film Der Sturm, als Samantha in Junior an der Seite von Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Sie war außerdem die Mama Kennedy in May, Schneiderin des Todes, und außerdem noch in kleineren Filmen wie beispielsweise Dolman im Jahr 1991 oder Nemesis von Albert Pion im Jahr 1992 zu sehen. Wir sehen in dem Film Rod McCary, der beispielsweise neben seinem Auftritt in dem Film auch in großartigen Spätwerken wie Komodo vs. Cobra oder Jurassic Raptor aufgetreten ist, beziehungsweise sehen wir Johnny Moran, der als Pete 1998 in Pleasantville zu schön, um wahr zu sein, aufgetreten ist. Rick Peters hat beispielsweise als Elliot in 9 Folgen der Serie Dexter gespielt, beziehungsweise war er in dem Fernsehfilm Elvis und der Präsident tatsächlich Elvis Presley. Jennifer Rhodes spielt in dem Film mit, die wir beispielsweise als Penny Halliwell aus 14 Folgen von Charmed kennen, die als Mrs. Summer sogar in 4 Folgen der großartigen Sitcom Hinter Mond gleich links mitgespielt hat, die außerdem bereits als Krankenschwester in Halloween, die Nacht des Grauens 1978 zu sehen war, allerdings damals noch nicht in den Credits genannt wurde, als Sekretärin auch in Flammen des Inferno, den wir uns hier im Blu-ray-Check ja ebenfalls bereits ausführlich vorgestellt hat, kurz zu sehen war, aber nicht in den Credits genannt wurde, beziehungsweise später auch als Mrs. Bates im Original Slumber Party Massacre aus dem Jahr 1987 aufgetreten ist. Sie war dann in dem Film Heathers die Mutter von Veronica beispielsweise und hat eben in 100 Produktionen insgesamt mitgewirkt. Christine Taylor ist, finde ich, ganz besonders interessant. Die hat dann später in Komödien wie Zoolander als Matilda Jeffries oder Voll auf die Nüsse Dodgeball als Kate Veitch mitgespielt, war allerdings auch vor der Kamera zu sehen bei Dingen wie Der Hexenclub oder American Karate Tiger im Jahr 1993, wo sie die Rolle der Julie gespielt hat. Aber was ein ganz besonders interessantes Ding ist, dass es eine Szene gibt, die Rick Peters in dem Film Night of the Demons 2 improvisiert hat, wo er den Charakter Terry, nämlich gespielt von Christine Taylor, als Marsha bezeichnet, was er dann später kommentiert hat damit, dass sie ihn einfach an Marsha Brady erinnert hat, was deswegen witzig ist, weil Christine Taylor wahrscheinlich aufgrund von dieser Bemerkung überhaupt zur Audition von The Brady Bunch gegangen ist und tatsächlich ein Jahr später in dem Film die Brady-Familie die Rolle der Marsha Brady wirklich verkörpert hat. Zoe Trilling hat in dem Film mitgewirkt, ist außerdem beispielsweise in Hellbound mit Chuck Norris, beziehungsweise auch als Normie in Dr. Giggles zu sehen. Wir sehen Mark Neely, der beispielsweise auch als Murphy in The Firebase aufgetreten ist, einem weiteren Brian Trenchard-Smith-Film. Und last but not least ist James W. Quinn, ein Schauspieler, der zwar auch nur in 16 Filmen zu sehen ist, darunter aber auch in Witchboard als Lloyd, in Witch Trap als Tony, beziehungsweise in Shocking Fear, wo er die Kreatur gesprochen hat in dieser H.P. Lovecraft-Verfilmung, wobei er nicht in den Credits genannt wurde. Night of the Demons 2 erschien damals in den deutschen Videotheken über den deutschen Videoring bereits in seiner ungeschnittenen Fassung, wurde dann allerdings im Jahr 1995 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt, nur um bis zum Zeitablauf nach 25 Jahren im Jahr 2020 erst wieder von eben jenem entlassen zu werden. Dabei hat der zweite Teil es auf jeden Fall ein bisschen besser gehabt als der erste Teil, der natürlich ebenfalls indiziert war, wobei er von 1989 eben bis 2014 auf dem Index stand, allerdings damals auf Videokassette nur in einer um etwas wenig gewaltgeschnittenen Fassung gestanden hat. Aber
eines hat der Film Night of the Demons 2 bislang auch noch nicht bekommen. Das ist ein deutscher Release in High Definition auf Blu-ray. Eine DVD-Version gibt's ja bereits seit einiger Zeit, aber auf die Blu-ray mussten wir bis zum 17. November 2023 warten, als Anolis den Film als allererste Ausgabe der brandneuen Die-90er-Subreihe ihrer fantastische Filmklassiker-Line veröffentlicht hat. Und dabei gibt es drei verschiedene Mediabook-Cover-Artworks. Das Cover A wird dabei wahrscheinlich den wenigsten überraschen. Immerhin handelt es sich dabei um das alte deutsche Videocover-Artwork zu dem Film, ist allerdings eines, das auch in zahlreichen anderen Territorien verwendet wurde und zu anderen Originalplakaten gehört. Aber ist allerdings bei diesem Motiv interessant, dass immer die Farbgebung komplett unterschiedlich ist, wohingegen das eigentliche Motiv allerdings weitestgehend gleich geblieben ist. Dann gibt es noch das Cover B. Dabei handelt es sich um ein neu für diesen Release erstelltes Cover-Artwork von Jolis Damenkovic, mit dem wir uns aber im weiteren Verlauf dieses Videos weiter beschäftigen werden. Deswegen wechseln wir an der Stelle in der Cover-Galerie zum letzten Cover C, das in diesem Fall wieder von Ralf Krause gezeichnet wurde, der in diesem Fall, finde ich, einige relativ coole, actionreiche, dynamische, aber auch ein bisschen witzige Momente aus dem Film kombiniert hat und ein, wie ich finde, wieder sehr schönes, volles, mit zahlreichen Designelementen gespicktes Design abgeliefert hat. Aber wie bereits erwähnt, hat mir Anolis dankenswerterweise für dieses Video ein Rezensionsmuster des Mediabooks mit dem Jolis Damenkovic Cover B zur Verfügung gestellt. Und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genauen Blick auf das limitierte Anolis Mediabook zu Night of the Demons 2 mit dem Cover B zu werfen. Bevor wir uns mit dem tatsächlichen Mediabook-Cover-Artwork beschäftigen können, müssen wir uns allerdings auch in dem Fall wieder von dem typischen Anolis-Cover-Aufleger verabschieden, der, wie vom Label gewohnt, mit dem Mediabook zwar mit einfoliert wurde, aber weder an diesem angeklebt noch sonst irgendwie befestigt wurde und damit auch keine Rückstände hervorruft. Der einzige Rückstand, den es quasi auf diesem Cover-Aufleger selbst gibt, das ist das große FSK-Logo. Im Fall von Night of the Demons 2 ist das Motiv auf den beiden Cover Versionen absolut identisch, lediglich eben das FSK-Cover kommt hier dazu, wobei wir auf dem Backcover von dem Flyer eine, wie ich finde, absolut putzige Ankündigung finden, nämlich zu dem nächsten Teil aus der fantastischen Filmklassikerreihe, dem Film Patrick lebt, den wir uns hier im Blu-ray-Check ja bereits gestern angesehen haben, aber ich finde die Art, wie das alternative Werner Petrell-Cover-Artwork hier als Geschenk verpackt ist, einfach nur großartig. Aber apropos großartig, kommen wir jetzt zu dem neu gezeichneten Cover-Artwork von Jolis Damenkovic, das mir persönlich am Ende des Tages ein bisschen besser gefallen hat als das Cover-Artwork von Ralf Krause, vor allem weil ich den Stil von Damenkovic eben auch noch ein bisschen frischer und ein bisschen dynamischer und adaptiver finde, obwohl er zwar komplett anders arbeitet als Ralf Krause, nämlich nicht digital, sondern tatsächlich handgezeichnet und handgearbeitet mit diesem Gouache auf Papierstil, das eine ganz besonders interessante Technik ist, die dann letzten Endes, finde ich, einen sehr schönen aquarelligen Stil erzeugt, der vor allem hier in diesen Hintergrundflächen besonders zum Tragen kommt. Dabei finde ich bei dem Jolis Damenkovic Cover aber sehr schön, dass wir ein bisschen eine abwechslungsreichere Farbpalette haben und dass wir die einzelnen Charaktere aus dem Film hier absolut großartig dargestellt bekommen, von der absolut genialen Kampfnonne bis hin zu Angela, beziehungsweise natürlich Gratuitous Nudity 101, haben wir hier auf dem Cover Artwork eine sehr schöne Zusammenstellung von Sequenzen aus dem Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir mit der Weihwasser-Spritzpistole begonnen haben, hatte ich aus welchem Grund auch immer im Kopf die schöne alte Ballroom-Blitz-Version aus der gekürzten Fassung von Bordello of Blood. Ja, ich weiß, ich bin weird. Aber apropos weird, wir können jetzt einmal einen Blick auf den Spine werfen. Dabei bekommen wir natürlich zum allerersten Mal einen Blick auf die 90er-Reihe der fantastischen Filmklassiker, wobei, wie wir es eben bereits bei den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren hatten, passt das natürlich sehr schön in die komplette Reihe. Was ich persönlich aber wahnsinnig genial finde, ist für diejenigen, die gar nicht so wie ich die absoluten Reihenfetischisten sind, die möglicherweise das Night of the Demons Franchise nebeneinander stehen haben wollen, denen
kann ich in diesem Fall einen kurzen Spine-Vergleich mit dem X-Rated International Cult Collection Mediabook vom ersten Night of the Demons zeigen, wo man nämlich eigentlich denselben Titelschriftzug verwendet hat wie hier bei Night of the Demons 2. Und obwohl das zwei komplett verschiedene Mediabooks von zwei komplett verschiedenen Labels sind, finde ich, passen die irgendwie gar nicht mal so schlecht zusammen. Wir können dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da bekommen wir die Inhaltsangabe, weitere Bilder aus dem Film, Cast and Crew-Angaben, technische Details, sowie dann auch die Informationen rund ums Bonusmaterial, das natürlich auch bei dieser Edition wieder einfach nur großartig ausgefallen ist. Auf der Disc mit dem Hauptfilm bekommen wir einen fantastischen Audiokommentar mit Brian Trenchard-Smith, Philip Elliott, Escott und auch Eugenio Ercolani. Und was ich bei diesem Audiokommentar ganz besonders genial finde, ist, dass man Brian Trenchard-Smith halt auch nach diesen ganzen Jahrzehnten immer diese Liebe und diese Leidenschaft anmerkt, mit der er an seine Projekte herangegangen ist, und dass man dass er wirklich ein Quell des Wissens ist, tolle Geschichten erzählt, coole Anekdoten parat hat und halt einfach irgendwie ein sympathischer, netter Kerl ist, bei dem es definitiv Spaß macht zuzuhören. Deswegen freut man sich eben ganz besonders, dass man hier mit einem 55 Minuten langen Interview unter dem Titel The Man from Australia für Brian Trenchard-Smith auch im Bonusmaterial dann noch einmal zu Wort kommen lässt. Es gibt außerdem noch ein über 40 Minuten langes Interview mit dem Drehbuchautor Joe Augustin, das ebenfalls wahnsinnig interessant ist und dabei nämlich natürlich auch ein bisschen auf seine gesamte Karriere blickt und spannende Einblicke in seine Arbeit liefert. Und last but not least, mit fast 50 Minuten ebenfalls definitiv sehenswert, das Interview mit dem Make-up-Effekt-Spezialisten Steve Johnson, der hier eben einige ganz besonders tolle Informationen speziell zu den Effekten zum Besten gibt. Aber wir haben sogar noch eine zweite Disc mit an Bord mit den Workprints, aber dazu kommen wir etwas später noch einmal. Jetzt möchte ich einen Blick ins Mediabook hineinwerfen. Da bekommen wir auf dem Frontcover vom Booklet hier, finde ich absolut passend, dass das etwas ist, das man halt eben auch in den anderen Coverversionen sieht, wo das nicht als Hauptcover-Motiv verwendet wird, weswegen ich hier natürlich dann noch mehr für ein äußeres anderes Cover plädieren würde. Da bekommen wir eben Angela auf dem Booklet-Frontcover, wir bekommen eben die dämonische Schlangenversion auf der linken Seite, auf der Haupt-Blu-ray, beziehungsweise auch noch ein Dämonengefries unterhalb der Blu-ray auf der linken Seite. Und dann auf der rechten Seite die zweite Blu-ray mit den insgesamt drei Workprints. Zusätzlich sind dann auf der Disc auch noch Dailies bzw. eine Slideshow, also ca. 10 Minuten an zusätzlichem Bonusmaterial enthalten. Unterhalb der Disc bzw. auf der Rückseite vom Booklet bekommen wir dann auch noch ein paar relativ coole Effektsequenzen in auch sehr schöner Druckqualität. Und nein, das war's noch nicht mit den Workprints, um die kümmern wir uns noch, keine Sorge. Zwischen diesen beiden Discs bekommen wir ein 24-seitiges Booklet von Lars Dreyer-Winkelmann, der sich auch in dem Fall wieder absolut großartig mit dem Film und seinem kompletten Franchise auseinandersetzt. Auch er ist jemand, dem man, finde ich, diese Liebe und diese Leidenschaft für die Projekte, die er hier für uns in Textform bearbeitet, wirklich anmerkt. Man findet in seinem Text einige wirklich interessante Informationen zu dem Film, seiner Produktion, in dem Fall mehr faktenbasiert als analytisch aufgebaut, was mir persönlich aber sowieso wesentlich besser gefällt. Dabei bekommt man eben Einblicke in die Geschichte des gesamten Franchises, schon die Arbeit am ersten Teil, die Arbeit am zweiten Teil ganz besonders, Einblick in Cast and Crew und so weiter, und damit ein wirklich spannendes, lesenswertes Booklet und generell ein, wie ich finde, sehr schön aufbereitetes Mediabook. Aber natürlich wollen wir uns hier im Playzockers Blu-Ray-Check nicht mit diesen reinen Äußerlichkeiten zufrieden geben. Nein, wir wollen natürlich auch wissen, wie es direkt in der Datenhölle der Disc aussieht. Und wie üblich habe ich dafür meine eigenen kleinen dämonischen Helferleins heraufbeschworen. Ich habe ja gesagt, das ist keine gute Idee am Anfang. Naja, hoffentlich kommt's nicht und beißt mir in den Arsch. Anyways, ich habe einige Helferleins in Form von Screenshots wieder mal natürlich mitgebracht, damit wir uns im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray-Check mit der Bildqualität der deutschen HD-Umsetzung von Night of the Demons 2 befassen können. Wie üblich habe ich diese Screenshots alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, aber ich musste die Screenshots natürlich trotzdem wieder abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-Ray-Bildqualität übereinstimmen kann.
In Amerika ist der Film Night of the Demons 2 bereits im Jahr 2013 unter der Federführung von Olive Films in High Definition auf Blu-ray erschienen, wobei erst im Oktober 2023 von Shout Factory eine Neuauflage erschienen ist. Leider liegt mir persönlich keine dieser beiden Blu-ray-Auflagen vor, weswegen ich nicht sagen kann, ob diese beiden Blu-rays auf demselben Master und Transfer basieren. Immerhin listet Shout Factory auf ihrem eigenen Package keine werbelastigen Zeilen wie neuer Transfer und neue Abtastung, aber selbst sagen kann ich es nicht. Außerdem kann ich natürlich auch nicht sagen, ob Anolis jetzt auf denselben Transfer zurückgreifen konnte, der auch schon in Amerika verwendet wurde. Dazu an dieser Stelle noch einmal gesagt, dass Shout Factory den Film in Amerika auch mit einem extrem umfangreichen Bonuspaket veröffentlicht hat, mit beispielsweise einem neuen Audiokommentar mit Christy Harris, Jennifer Rose, Johnny Moran und Darren Heems, sowie einigen weiteren Featurettes, die sich eben mit Cast and Crew befassen, und dann auch ein weiterer Workprint, der auch ein paar alternative Sequenzen zeigt, wobei man an der Stelle noch nicht sagen kann, ob das derselbe ist, einer der Workprints ist, die wir auch bei uns bekommen, beziehungsweise sind leider die gesamten Shout Factory Features nicht auf der deutschen Blu-ray von Anolis zu finden, wobei vice versa auch die von Anolis für die deutsche Blu-ray produzierten Features eben nicht ihren Weg nach Amerika gefunden haben. Aber zurück zur tatsächlichen Bildqualität, die ist ungeachtet dessen, von wann und welchem Master dieser Blu-ray tatsächlich stammt, absolut großartig. Da gibt es nichts zu meckern und sich um nichts zu beschweren. Meiner Meinung nach ist das Bild phänomenal, auch wenn der Kameramann irgendwann einmal in einem Audiokommentar gemeckert hat, dass für sein persönliches Verständnis das Bild von der letztendlich vertriebenen Fassung des Films zu hell ausgefallen ist, weil die Distributors darauf bestanden haben. Das sieht man, finde ich, schon in den Szenen des Films, die bei Tageslicht spielen, dass das Bild wirklich sehr hell und kräftig leuchtet, was vielleicht für einen Horrorfilm grundsätzlich etwas ungewöhnlich ist, was ich allerdings niemals als zu hell, unangenehm oder gar störend empfunden hätte. Dabei muss man sagen, dass das Master, das Anolis für die deutsche Blu-ray verwendet hat, eine absolut großartige Bildschärfe liefert, dabei natürlich vor allem in den näheren Aufnahmen mit ganz toller Detailzeichnung aufwarten kann. Aber was bei dieser grundsätzlich professionellen Produktion ebenfalls auffällt, ist, dass auch in den dunklen Sequenzen immer für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden konnte, dass dadurch auch die Hintergründe und der dünkleren Bildbereiche schön durchzeichnet bleiben und das Bild einfach natürlich auch dadurch etwas heller ausgefallen sein muss, weil der Film ja eben kein düsterer Horrorstreifen ist wie der erste Teil, sondern eben mehr auf diese komödiantischen Aspekte abzielt, wobei natürlich der erste Teil auch schon eine Horrorkomödie war per se, nur halt eben noch nicht ganz so extrem. Ich persönlich finde die Bildqualität der deutschen Blu-ray auf jeden Fall hervorragend. Wir bekommen natürlich das sehr natürliche und intakte Filmgrain hier ebenfalls zu sehen. Man hat nicht das Gefühl, dass man hier irgendwie auffällig oder gar störend digital nachgebessert hat, und zudem hat Anolis auch dafür gesorgt, dass der 96 Minuten lange Film mit 23,5 GB auf die Blu-ray gepackt wird und damit auch das Encoding sauber ausgefallen ist. Störaspekte wie Blöcke, Artefakte oder gar Banding fallen mir beim Anschauen nicht auf, und deswegen kann man, finde ich, abschließend mit der hier gebotenen Bildqualität mehr als nur zufrieden sein. Und jetzt, kurz bevor wir zum Fazit kommen, natürlich endlich der Blick auf die Workprints. Ich dachte mir, dass es den ein oder anderen von euch vielleicht interessieren könnte, auch bei den Workprints einen Blick auf die Bildqualität zu werfen, obwohl man natürlich bei Workprints grundsätzlich nicht über die Bildqualität spricht. Die stammen von alten, abgenützten VHS-Mastern, waren eben einfach wirklich nur Workprints / Zwischenkopien, aber ich dachte mir, eine kleine Slideshow mit Ausschnitten aus allen drei enthaltenen Workprints hier auf der zweiten Disc des Anolis Mediabooks könnte den ein oder anderen interessieren. Währenddessen beschäftigen wir uns ein bisschen mit den Workprints. Dabei ist der allererste Workprint meiner Meinung nach die interessante Fassung, weil das diejenige ist, wo es ganz, ganz viele Unterschiede zwischen dem Workprint und der Kinofassung des Films gibt, wobei die meisten Unterschiede eben absolut marginal sind. Deswegen kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob
ob Shout Factory nicht mit den mit der Werbezeile mit mehr Gore, mehr Sex und so weiter, wo sogar in der IMDb eingetragen ist, dass es da mehr Sequenzen gibt, wo an Mauses Gesicht herumgekaut wird, wo man den abgetrennten Kopf etwas länger sieht, dass man auch den Brusthandkill etwas länger sieht. Ja, tut man aber teilweise halt wirklich nur marginal, weil das eben eine unfertige Zwischenfassung ist, wo dann eben diese ganz vielen marginalen Szenen Verkürzungen noch als Straffung für die Kinofassung gemacht wurden. Und ganz offensichtliche Zensuren lassen sich hier nicht erkennen. Im Gegenteil, es gibt das ein oder andere alternative Bildmaterial, die ein oder andere Sequenz ist verschoben, aber es gibt eigentlich grundsätzlich nur Erweiterungen und keine komplett neuen Szenen oder wirklich zusätzliche, offensichtlich zensierte Gewaltszenen, sodass der Workprint jetzt keine Offenbarung ist für jemanden, der sich gedacht hat, dass er hier tief in das Archiv der amerikanischen Filmzensur eintauchen kann, aber trotzdem ein wirklich interessantes Stück der Geschichte der Entstehung eines Films. Da möchte ich an der Stelle ganz besonders den zweiten Workprint hervorheben, der grundsätzlich von seinem Schnitt dann noch etwas ähnlicher ist als an der veröffentlichten Kinofassung, wo dann halt eben teilweise schon die Szenenreihenfolge umgestellt wurde, teilweise eben diese ganzen Mikroschnitte bereits durchgeführt wurden. Aber was bei den Workprints natürlich auch ganz besonders spannend ist, ist, dass es bei einigen vor allem Effektsequenzen einfach nur die Einblendung gibt, Scene Missing, wo vereinzelte Effekte und Elemente halt einfach noch nicht fertig waren. Ganz besonders interessant ist es dahingehend, dass bei diesen ersten beiden Workprint-Fassungen des Films mehr oder weniger das komplette Finale fehlt und die komplette Vernichtung der Dämonen, deswegen laufen beide Workprint-Fassungen mit 86 bzw. 83 Minuten auch deutlich kürzer als die tatsächliche Kinofassung. Spannend wird's dann, wenn wir uns die dritte Workprint-Fassung anschauen, die eben nur 41 Minuten lang ist, die dafür allerdings das komplette Ende des Films zeigt und damit eben zum ersten Mal auch die komplette Schlusssequenz und den Kampf gegen die Dämonen, die in den ersten beiden Workprint-Fassungen gefehlt haben, wobei auch hier dann die tatsächlichen Schnittunterschiede im Vergleich zur tatsächlichen Kinofassung relativ gering ausgefallen ist, wobei natürlich, wenn wir es eben hier mit Gore-Sequenzen zu tun haben, natürlich hier und da dann auch die Gore-Sequenzen, abgetrennten Köpfe und so weiter, einfach länger zu sehen sind, wobei ich in dem Fall allerdings nicht annehmen würde, dass deren Fehlen in der Kinofassung irgendeinen zensurrelevanten Hintergrund hat, sondern eben einfach das normale Editing, das in dieser Form einfach jeder Szene widerfahren ist. Aber auch wenn diese Workprint-Fassungen jetzt nicht die riesengroße Offenbarung ist, die sich der ein oder andere vielleicht erhofft hat, finde ich es als jemand, der sich ganz besonders gerne mit verschiedenen Schnittfassungen von Filmen auseinandersetzt, absolut großartig, dass Anolis diese drei Versionen des Films dann zusätzlich noch ins Bonusmaterial von der Blu-ray gepackt hat. Auch wenn es natürlich am Ende des Tages schade ist, dass wir hier nicht das rundum sorglos komplett Bonuspaket bekommen haben und eben das neu produzierte Bonus Material von Shout Factory nicht mit dabei ist. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass die Shout Factory Blu-ray einen Monat vor der Anolis Blu-ray veröffentlicht wurde und damit quasi beide Projekte gleichzeitig und wahrscheinlich parallel voneinander entstanden sind und ich nicht einmal sagen kann, ob man von der jeweils anderen Arbeit überhaupt wusste, beziehungsweise ob Shout Factory ihr Bonusmaterial überhaupt hergegeben hätte für einen internationalen Release. Demnach kann man aber auf jeden Fall trotzdem mit dem hier verfügbaren Bonusmaterial extrem glücklich sein. Es gibt eben die Workprints, es gibt drei großartige und jeweils fast einstündige Interview-Featurettes, dazu einen Audiokommentar, alles das Featurettes, die eben auch auf der amerikanischen Blu-ray nicht zu sehen sind, sodass man, finde ich, hier mit der Blu-ray von Anolis auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt bekommt, vor allem, weil auch die Bild- und Tonqualität vom tatsächlichen Hauptfilm absolut fantastisch ausgefallen ist und ich mich persönlich auch als Fan der klassischen, etwas campigen 90er-Jahre-Filme wirklich freue, was Anolis in Zukunft noch für uns im Petto haben möchte, in der fantastischen Filmklassiker, die 90er-Reihe.